Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umcane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Chiedovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, che seccatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regel zu umgehen. Kennt ihr die? Si. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Sophias Paket ist in einem roten Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Das tun wir natürlich akzeptieren und für volle Synchronität unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Dadurch, dass das nicht so oft bei mir funktioniert, probieren wir es, aber ich glaube es eher nicht, dass ich das schaffe. An Bord des beschlagnahmten Schiffs gehen. Okay, wir sehen jetzt auf der Minimap, das ist ein Sperrgebiet und da stehen auch Wache davor. Das heißt, ich bräuchte irgendwie so Dame. Ah, hier steht sogar welche. Pass auf, ja? Wenn ich die nämlich jetzt anheuere, können die nämlich die Wachen ablenken und ich kann dann schon mal rein. Und das wäre dann schon mal die erste Mission unbemerkt. Ihr habt so, hier nichts zu schaffen. Hier schön ablenken, perfekt. Dann kann ich nämlich weiter. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Die zwei. Aha, hier sind nochmal 2 Wache. Gut, dann bis später. Ah ja, wieso geht ihr? Also volle Synchronität natürlich wieder gescheitert. Aber ich habe halt gedacht, die Dame lenkt die jetzt ab. Aber hier schön töten dich auch. Ihr zwei könnt auch nachher kommen. Jetzt ist ja nämlich egal. Zack, perfekt. Jetzt ist ja eh egal, ob sie mich sehen oder nicht, weil die Mission für volle Synchronität ist ja schon gescheitert. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Wurfmesser hätte ich hier noch. Dann könnte ich die zwei mit dem Wurfmesser machen. Weil ich will das halt, zack. So, jetzt nehme ich dich noch. Hat jemand etwas gesehen? Zack, nochmal. Perfekt. Weil ich will es halt trotzdem probieren, weil ich glaube, dass jetzt dieses Mal das eigentlich nicht so schwer wäre, wenn die Dame gleich mitgekommen wären. Weil die haben mich ja jetzt gerade bloß gesehen, weil ich alleine da hingegangen bin. So, jetzt gehe ich hier hoch, links rüber, wenn es funktioniert. Es ist glaube bloß der, wo hier rumrennt. Ah ne, da drüben ist nämlich auch nochmal einer, rechts. Da, runter. Wenn ich nämlich jetzt links unter hingehe, kann ich den nämlich ins Wasser ziehen. Das wäre jetzt nämlich mein... Seid gegrüßt. Mein Vorschlag. So, jetzt hier. Es müsste so gehen. So, fokussieren. Und Attentat. Zack. Sehr schön. Jetzt sieht der mich. Ja, okay, jetzt muss ich sowieso... Zack. Jetzt muss ich sowieso kämpfen. So. Hier komme ich nicht rein. Jetzt muss ich bloß gucken, wo Sophias Kiste ist. Oder Kiste ist der falsche Ausdruck, sondern ihr Paket. Es muss doch hier irgendwo sein. Mars Adlerauge. Okay, das ist nett. Sophia Sartor,
Perfetto. So, das heißt, das haben wir jetzt aus dem Gebiet fliehen. Ich glaube, sind ja eh die meisten tot, oder? Das wäre jetzt noch interessant gewesen, hätte ich die Leute nicht getötet, aber dadurch, dass ich eh aufgeflogen bin, habe ich die Leute getötet und kann jetzt einfach so wieder raus. Jetzt gehe ich aber hier hinter mal raus, weil ich da vorne nicht weiß. Und ich bin auch am schnellsten aus dem roten Gebiet da raus. Da hoch geht's nicht, okay. So, perfekt. Das Paket zu Sophia. Also es muss jetzt wieder zu Sophia zurück. Sind jetzt aber Entfernung 360, da würde ich auch einen kurzen Sprung machen. Und dann sehen wir uns gleich bei Sophia wieder. So, jetzt sind wir schon fast da. Da drüben ist die Tür. Und dann geben wir es ihr. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sophia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Und jetzt geht's nämlich schon wieder zum nächsten Ausrufezeichen. Bin jetzt mal gespannt. So, ich muss ja jetzt... Pass auf. So, das heißt, ich muss ja jetzt da hochklettern, oder? Hier kann ich nicht hoch. So, geht das hier hoch oder eher nicht? Nein, ich will mich nicht verstecken, aber ich muss da hoch. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Das heißt, ich muss jetzt von hier außen... Jawohl, hier hoch, zack. Und dann klettern wir mal den Turm hier hoch. So, ich denke oft nicht an die Hakenklinge. Das geht ja nämlich viel einfacher. Okay, jetzt muss ich aber nach rechts, das ist zu weit hoch. Aber du kommst dann viel schneller hoch, das ist echt krass. Und es erleichtert dir halt auch sehr viel. Bloß von den letzten Teilen bin ich das irgendwie nicht gewohnt und deswegen ist das für mich so eine komplett ungewohnte Sache. So, hier links, dann wieder nach oben. Aber das ist echt nicht schlecht, auch wenn ich am Anfang echt skeptisch war. Ist aber echt gut. So, jetzt bin ich hier. Nee. Ah, ich muss noch weiter hoch. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hoch. Ja, hier schon meine Markierung. Perfekt. Okay, der hat das Buch versteckt und das müssen wir jetzt finden.
Ich vermute jetzt mal, dass wir das finden mit dem Adlerauge, dass wir das erstmal wissen, wo das liegt. Und dass wir dann hingehen. Das heißt, wir tun es akzeptieren und suchen das Buch. So. Drücken Sie L3, ja natürlich. Oha, gleich die erste Markierung, wo ich gesetzt habe, ist sogar die richtige. Das Buch in Besitz nehmen. Okay. Jetzt muss ich da ja erst wieder runterklettern, weil ich weiß nicht, ob da irgendwo so ein Strohwagen steht. Aber da, wo ich synchronisiere, steht ja normalerweise immer ein Strohwagen. Komm, dann springe ich jetzt da mal runter. Zack, perfekt. So, und dann gehe ich nämlich da drüber hoch. Weil ich hätte eh nicht von da oben rüber können. Ich glaube, das wäre zu kompliziert gewesen. Gehe ich hier hoch. Naja, das ist ja easy. So, perfekt. Dann gehe ich jetzt da. Das wollte ich natürlich nicht. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Nochmal eins höher. Zack. Nach rechts. Dann wieder hoch. Und dann klettern wir hier hoch. So, perfekt. Jetzt haben wir ja hier schon die Stelle. Ne, nochmal eins hoch. Ah, hier haben wir auch unsere Markierung. Perfekt, dann haben wir das Buch jetzt auch. Die nächste Markierung ist 633 entfernt. Würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Video. Ich hoffe, dir hat das ein bisschen gefallen. Liken, kommentieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.